Tiger Cornelius wurde womöglich beim Spielen tödlich verletzt. Wie berichtet, verstarb am Dienstag, dem 16.10., der 6 Jahre alte sibirische Tiger Cornelius im Tiergarten Nürnberg. Gestern wurde Cornelius obduziert. Offenbar starb er an den Folgen einer Rauferei, wie hier mit Bruder Claudius im Freigehege. Die Tierärzte stellten einen verschobenen Halswirbel sowie mehrere Verletzungen an der Kehle fest. Beim Spielen können Unfälle passieren, so ist die Natur, kommentierte am Mittwoch der Tiergartendirektor Doug Inge diesen tragischen Vorfall gegenüber der Bild-Zeitung Nürnberg.